Was geht ab, YouTube, YouTube? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf youtube.com/bigmongostyler. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich konnte mir jetzt durchaus zu diesen festlichen Feiertagen, ich meine, wir haben immerhin schon den ersten Advent, naja, auf jeden Fall konnte ich mir selbst das Weihnachtsgeschenk bescheren, endlich Motovlogger zu werden. Und ja, das geht jetzt alles. Ich habe jetzt eine GoPro Hero 7 Black. Ich habe jetzt sogar ein Mikrofon dafür extra, ein Lavalier-Mic. Ich habe alles, was ich brauche zum Motovloggen. Richtig, richtig cool, Alter. Und ja, ich bin aber hauptsächlich, Leute, bin ich echt auf Twitch am Vloggen. Also ich streame live von meinem Motorrad aus. Und das Ganze findet statt auf twitch.tv/bigmongostyler. Das Coole ist, ich habe hier diese Handyhalterung, seht ihr die? Kann ich auch während der Fahrt natürlich nur an der Ampel, Leute, ja, ganz klar. Kann ich auch den Twitch-Chat lesen. Das heißt, Leute können mit mir interaktiv den Stream genießen. Ich streame vom Motorrad aus direkt. Und das ist einfach der Wahnsinn. Es macht Spaß. Es haben sich auch schon einige neue Zuschauer auf meinem Twitch-Channel dort eingefunden, die rein hauptsächlich nur wegen dem Vlogging da sind, wegen dem Motovlogging. Und wenn ihr auch Bock habt, da mal reinzuschauen, dann guckt einfach bitte in die Videobeschreibung und ja, dann sehen wir uns eventuell live auf twitch.tv/bigmongostyler. Es wird richtig, richtig cool. Ich werde auch versuchen, jetzt hier für YouTube öfter mal ein Video rauszuhauen. Wenn ihr da Bock drauf habt oder so, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es war nur ein kleines, kurz und knappes Video. Hier seht ihr übrigens, by the way, Offenbach bei Nacht. Ich werde definitiv noch ein paar Videos, Vlogs für YouTube rausbringen, aber zu 90%, wenn ich auf dem Bike bin und die Cam ist an und alles läuft und geht und geil und so, werde ich überwiegend auf twitch.tv/bigmongostyler streamen, weil Stream macht mir persönlich viel, viel mehr Spaß, weil halt mit Stream ist geiler, so, ja. Mit Stream ist halt interaktiv, die Leute schreiben und so, ist richtig cool und so. Klar könnt ihr jetzt auch Kommentare ballern, aber das sehe ich alles erst 1, 2, 3 Tage später. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe so die Liebe zu YouTube verloren ein bisschen und die Liebe zu Twitch gefunden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, Leute, einfach mal einschalten und einen Daumen hoch hier auf dieses Video geben. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr lieber schaut, Livestreams oder normale Videos auf YouTube. Schreibt mir irgendwas in die Beschreibung, vor allem in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Kakao. Für euch gebe ich jetzt nochmal Gas. Ne? Wahnsinn, oder? Hier ein bisschen. Also, ciao, ciao. Oh, was ein Sound, Baby. Ja, geil.